Es ist endlich soweit, liebe Leute. Just Dance 2021 ist da. Das Spiel, was, glaube ich, bei mir am meisten gefragt wurde. Wirst du es spielen, wenn es denn kommt? Und ja, ich habe es gespielt und ich werde es auch weiterspielen und auch deutlich öfter, als ich es bei 2020 gemacht habe. Da habe ich ja immer wieder große Pausen dazwischen gemacht. Dieses Mal habe ich richtig Bock auf Just Dance. Ich werde auf jeden Fall versuchen, täglich Videos zu bringen. Wenn es nicht ganz klappt, dann ist es alle 2 Tage. Ihr seht schon, ich sehe aus wie zerstrubbelt. Ich habe gerade eben mein Bestes gegeben und möchte das euch auch gleich zeigen. Aber das Erste, was ich machen möchte, ist ein großes, großes Dankeschön an Ubisoft. Die haben mir nämlich einen Key zugeschickt, diesmal für die PlayStation. Für die Switch hat es leider nicht ganz geklappt, aber für die PlayStation 4 haben sie mir einen Key zugeschickt, sodass ich vorzeitig aufnehmen konnte und eben jetzt euch auch einen Part vorab präsentieren kann, bevor das Spiel dann morgen erscheint. Bitte bedenkt, ich würde euch gerne das Menü zeigen und so weiter und so fort, aber ich habe leider ein paar Vorlagen, dass ich euch gewisse Dinge nicht zeigen darf bis zum Release. Das darf ich bis zum 12.11., wenn der Release dann ist, bis 16 Uhr darf ich das nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier dieses Menü und in alter Manier, wie wir es sonst immer gehabt haben, ich zeige euch dann einfach die Tänze, die ich gemacht habe und das, was ich eben zeigen darf. So, jetzt möchte ich euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich bin durchgescrollt durch die ganze Liste der Songs, die zur Verfügung stehen und war begeistert. Es sind einige geile Songs dabei, einige Überraschungen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie hier drin überhaupt einen Platz finden. Aber ja, was mich letztendlich so zum Schwitzen gebracht hat, dass ich aussehe wie ein frisch gevögeltes Eichhörnchen und damit wäre die Monetarisierung auch erledigt, war ein Song, der mir sowas von im Ohr gehangen ist. Wirklich jahrelang? Kam der dieses Jahr raus oder letztes Jahr? Aber auf jeden Fall monatelang. Und jetzt, wo ich ihn gerade getanzt habe, hängt er mir auch schon wieder im Kopf rum. Die Rede ist von folgendem Song. Es ist Dance Monkey geworden. Und ich bin echt überrascht, wie komisch der Tanz dazu einfach ist. Es hat, ja, wie man schon im Hintergrund sehen kann, Circus-Niveau. Meine akrobatischen Bewegungen, die ich zu diesen Tänzen mache, sind natürlich auch Zirkusniveau. Natürlich Zirkus-Clown-Niveau, ganz klar. Das ist ja eher so ein Harlekin, wenn man sagen möchte oder so. Und wer jetzt zu mir sagt, ey Toffi, das heißt Harley Quinn. Ein Harlekin hat nicht unbedingt immer was mit Batman zu tun, liebe Leute. Ein Harlekin ist ein wahnsinnig gut geschminkter Mensch, der irgendwie groß entertaint oder keine Ahnung. Das nennt man Harlekin. Und nicht Harley Quinn. Die ist, kommt davon abgeleitet, ne? Ich möchte das nochmal klarstellen, bevor ich das in den Kommentaren 15 Mal lese. So, der Tanz hat mir ziemlich gut gefallen, obwohl er direkt auf Mittel eingestuft ist. Also, liebe Leute, falls ich mich jetzt krüppelig anstelle und komisch aussehe, dieser Tanz ist nicht auf einfach, sondern auf Mittel gestellt. Ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer. Ich habe ihn 3 Mal vorher, glaube ich, geübt, bis ich dann letztendlich auf Aufnahmen gedrückt habe. Und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Do the things you do before. They say
Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass ich mir in Zukunft mehr Zeit nehmen möchte, die Tänze zu üben. Ich habe, wie gesagt, jetzt eben dreimal vorher geübt und habe dann sogar wirklich auf Aufnahme gedrückt, aber 2-3 Versuche gebraucht. Gerade in den Anfang möchte ich halt immer gut gestalten, weil ich finde, wenn du am Anfang schon irgendwie einen Schlendrian drin hast, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Deswegen möchte ich mir mehr Zeit lassen für die Tänze, damit ich am Ende nicht eine dilettantische Leistung abliefere. Also ich werde mir auf jeden Fall mehr Mühe geben in Zukunft. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Aber machen wir weiter mit dem, was neu ist bei Just Dance 2021. Im letzten Jahr, bei 2020, gab es den sogenannten, oh Gott, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, wie der heißt, All-Stars-Mode, genau. Oder? War das der All-Stars-Mode? Ich dachte, es war der All-Stars-Mode. Also, ja, auf jeden Fall der Modus, der hier stand, an dieser Stelle, wo jetzt Quickplay steht, da gab es einen Mode, wo halt eben das Best-of der letzten 10 Jahre, weil 2020 ja das 10. Spiel gewesen ist, wurden da eben die besten 10 Tracks genommen und die besten 10 Tänze dazu, die man eben abtanzen konnte. Jetzt gibt es ja ein, wenn man möchte, 11-jähriges Jubiläum, aber dazu macht man jetzt kein wirklich großes Event draus. Deswegen gibt es jetzt was Neues, das nennt sich Quickplay. Fang direkt an zu tanzen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was da drin vorkommt. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und das ist für mich ein guter Punkt, um zu sagen, ja komm, packen wir das doch auch ins Let's Play mit rein. Ich werde einfach immer, wenn ich einen Tanz geübt und getanzt habe und euch gezeigt habe, einfach auf Quickplay drücken und ganz spontan, ohne vorher zu üben, diesen Tanz tanzen. Ich weiß nicht, was kommt, ich habe vorher nicht geübt. Es ist total spontan und da entstehen meistens die lustigsten Sachen bei. Und ich hoffe, ihr seid auch offen dafür. In diesem Falle war es ein Tanz, den wir schon kannten. Ein Tanz, den ich schon getanzt habe. Und zwar nicht nur einmal. Denn er war Teil von Just Dance 2020. Ich finde es ein bisschen schade, dass es direkt ein Tanz ist aus dem letzten Jahr. Aber gut, für diejenigen, die 2020 nicht gekauft haben, für die ist es eine nette Sache. Die Rede ist von folgendem Tanz. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me. Thank you.
Und das wäre auch schon das Ende vom ersten Just Dance 2021 Part. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann bitte, 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 bitte einen Daumen hoch geben und vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar, was ich besser machen könnte, falls ihr Vorschläge habt. Aber bitte konstruktive Kritik. Wenn euch etwas missfällt, könnt ihr mir gerne das auch mitteilen, aber bitte mit einem Verbesserungsvorschlag oder so und nicht einfach irgendwie beleidigen. Ich beleidige euch ja auch nicht, oder? Beziehungsweise könnte ich eigentlich mal machen, oder? Wenn ich einen Kommentar lese, wo drin steht, ey du Opfer, schreibe ich zurück, selber oder so. Damit habe ich es denn mal richtig gegeben. Damit habe ich es euch richtig gegeben. Oder guck dich mal an, ey. Das wäre auch ein toller Kommentar, oder? Oder du bist ein Opfer. Und das kann man immer sagen. Das ist immer eine Antwort, die immer geht. Oder, ja doch, eigentlich geht das, oder? Wenn jemand sagt, boah, das ist aber ganz schön regnerisch draußen, oder? Du bist regnerisch! Das geht immer. Das Antwort, die geht immer. Die schreibe ich jetzt in Zukunft immer in die Kommentare als Antwort, wenn ihr was Blödes geschrieben habt, okay? Ja, gut. Dann sind wir uns ja alle einig. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Just Dance 2021 Part oder vielleicht bei einem anderen Video. Ihr könnt euch ja auf dem Kanal mal ein bisschen austoben. Bis dahin, macht's mal gut, Leute. Habt eine schöne Zeit.